So um 9.13 Uhr geht mein Zug nach Fulda, hier von Schlüchtern aus. Und dort möchte ich meine Tagestour starten. Über den Fulda-Radweg. Von Fulda bis nach Schmalnau. Von Schmalnau über Thalau. Dann bis Richtung Oberzell, in dieser Kante Richtung Schlüchtern schon. Und dann geht's in Richtung Schlüchtern wieder, hier zum Auto. So hoffe ich zumindest mal. Mal schauen, wie es so wird. So, jetzt bin ich schon in Schmalnau, wo ich jetzt den Fulda-Radweg verlasse und in Richtung Sinntal-Radweg fahre.
hier geht es in Richtung Thalau. Ein Blick auf Thalau, ein erster. So, jetzt bin ich auf dem Weg von Thalau nach Altenhof. Altenhof und dann geht es vorbei an Motten. Also nicht direkt in Motten, aber vorbei an Motten. Und dann nach Heubach, glaube ich, Ziegelhütte. Ja, und dann geht es wieder nach, jetzt ein Rechtsschwenk in Richtung Schlüchtern dann wieder. Aber das dauert noch ein bisschen. Und das ist jetzt schon Altenhof, wo ich jetzt gleich reinkomme. Ein Blick zurück auf den Ort Altenhof. Gehört zur Gemeinde Ebersburg. Das ist der letzte Ort vor der bayerischen Grenze zu Motten, wo die Fahrzeuge da vorne rechts hochfahren. Da geht es nach Motten, da sind es noch etwa 3 Kilometer bis Motten. Und hier geht mein Weg weiter in Richtung, ja, an Motten vorbei, Richtung Utrichshausen erstmal. So, so geht's weiter. Ja, hier bin ich also zwischen Motten, glaube ich, und Utrichshausen. Hier ein schöner Blick in Richtung Altenhof und Thalau. So bin ich hergekommen. Hier ein Blick auf, müsste ein Teil von Motten sein, ja, wenn ich mich nicht vertue. Genau. Apfelernte mit dem guten alten Fendt. Und hier noch einmal ein Blick oberhalb von Utrichshausen, wo ich jetzt gleich hinkomme. In Richtung Altenhof und Thalau. Das sieht toll aus von hier. Das ist also Utrichshausen. Man sieht, die A7, die Autobahn, geht quasi durch den Ort. Dort ist ja auch die Raststätte Utrichshausen, die
allen bekannt ist, die diese Strecke schon gefahren sind. So, das ist die Höhe zwischen Heubach, was hier unten liegt, und Ziegelhütte, wo ich dann gleich hinkomme. Hier mit Blick zurück, also nach Heubach, und im Hintergrund die Hügel der Rhön. Hier geht es jetzt weiter auf der Landstraße nach Ziegelhütte. Hier liegt wunderschön der Ort Weichersbach, Sinntal-Weichersbach. Aber hier geht's hoch, sage ich euch. Mein lieber Mann, da kommt man aus der Puste, da ging nur noch Schieben zum Schluss. Den Berg sieht man jetzt leider nicht hier auf dem Bild. Aber echt schön hier, das Licht ja fantastisch da Ort. Und hier oben durch die Äste, durch die Burgruine Schwarzenfels. Und hier oben geht es für mich weiter. Ich habe immer gedacht, der Vogelsberg hätte viele Höhenmeter. Aber ich glaube, hier müssen wir revidieren. Der Vogelsberg ist ja ein Kinderspiel. Fahrt mal im Sinntal, das ist ja Wahnsinn. Ich habe ein Plätzchen gefunden für einen Rast. Endlich, endlich, endlich. Jetzt gibt es einen, jetzt habe ich genug Hunger. Hier unten ist noch Weichersbach.
hier der nächste Ort, ja, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber zu Weichersbach gehört. Auf jeden Fall gibt es hier unten jede Menge Wohnwagen. Ich weiß nicht, ob auch Wohnmobile dabei sind, jede Menge. Und hier unten sieht man den Eisenbahntunnel. Die Eisenbahn verschwinden in einem Tunnel. Hier gibt es scheinbar der Beginn von diesem langen Tunnel, der hier durch das Zinntal verschwindet. Ja, und hier oben muss ich weiter. Sieht man am Video bestimmt nicht, aber es geht aufwärts. Also normal müsste ich kurz vor Schlüchtern Abfahrten haben ohne Ende, wenn ich das so das Gefühl habe. So, circa einen Kilometer weiter von meinem Frühstücksort ging es schon wieder nur bergauf. Jetzt sieht man die Orte, die ich da unten gesehen hatte im Tal, wie Weichersbach und so weiter, überhaupt nicht mehr liegen. Und da drüben die Burg Schwarzenfels oder Burgruine Schwarzenfels, die ist jetzt schon quasi auf gleicher Höhe. Also jetzt habe ich schon wieder gewaltig Höhe gewonnen, das ist unwahrscheinlich. Was das hügelig ist hier, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, das ist Sterbfritz. Jetzt geht es ja langsam Richtung Schlüchtern.